Nein, 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 Gottfried. Doch, Benedikt, doch. Nein, ich habe die Schokoladentafel zuerst gesehen. Ja, das kann ja vielleicht sein, aber ich hatte sie zuerst in der Hand, also ist sie meine. Nein, 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 das lasse ich nicht so auf mir sitzen. Und was sollen wir dann machen? Vielleicht eine Schneeballschlacht draußen veranstalten? Und der Gewinner bekommt dann die Schokoladentafel? Das würde ich sehr gerne machen mit dir. Dann würde ich auch gewinnen. Doch es gibt einen Nachteil dabei. Es gibt zu wenig Schnee draußen. Und was sollen wir jetzt machen? Das ist eine gute Frage. Wir können uns ja nicht drum kloppen, wie zwei Verrückte. Nein, das stimmt. Meine Güte. Hey, ihr zwei, was ist denn mit euch los? Ihr streitet ja wie ein altes Ehepaar. Und das nur um eine Tafel Schokolade. Wisst ihr was? Ich habe eine gute Idee, was wir da machen sollten. Wir veranstalten ein Winterrennen. Das ist ein Rennen im Schnee. Und der Sieger des Rennens, der bekommt die Schokolade. Na, ihr zwei Streithähne? Was haltet ihr davon, hä? Eine tolle Idee, Gag. Ja, das machen wir. Na dann, los, ab nach draußen. Ha, ein Schneemann. Ich habe einen Schneemann gebaut. Einen Schneemann ganz alleine. Den kleinsten Schneemann, den Kirjuma je zu bieten hat. Und den habe ich selber gebaut. Ah, zu Hilfe! Eine Ratte! Was? Eine Ratte? Hallo, ich bitte um Entschuldigung, ich bin doch keine Ratte, ich bin die Weihnachtsmaus. Und was? Die Weihnachtsmaus? Oh, das tut mir aber furchtbar leid. Möchtest du vielleicht vorbei, liebe Weihnachtsmaus? Ja, gerne. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Mensch, Gag, was ist denn jetzt mit dir los? Kommst du da was? Wir frieren uns hier sonst was ab. Ja, ist ja gut. Ich komm ja schon, ich komm ja schon. Also, auf mein Zeichen lauft ihr los und wer als erstes hier ist, hat gewonnen. Also dann, los! Yeah! Juhu! Ich hab gewonnen! Da, schau doch nur, Gottfried! Oh Gott! Ah, meine Güte! Für wen hältst du dich denn? Dich mir einfach in den Weg zu legen? Entschuldigung, ich bin ein Schneeaffe und habe gerade etwas schlafen wollen. Woher soll ich denn wissen, dass jemand wie du über mich hinüber trampelt? Ah, oh, mein Bein. Ich glaube, es ist gebrochen. Das ist aber nicht gut. Sag mal, wie heißt du eigentlich? Gottfried. Und da drüben die zwei, das sind Benedikt und Gag. Sehr angenehm. Ich bin Alfonso. Sag mal, wohnst du hier in der Nähe? Ja, klar. Direkt da drüben. Kannst du laufen? Nee, überhaupt nicht. Ja, dann warte, ich helfe dir. Ich bringe euren Freund schon mal rüber ins Haus. Na, dann komm. Na, Gottfried, tut gut, wenn der Schmerz nachlässt, was? Sehr witzig. Du hast dir auch das Bein nicht gebrochen, sondern ich. Ja, das tut mir aber auch wirklich leid, Gottfried, ganz, ganz ehrlich. Ach, schau mal, da kommen schon deine Freunde. Ich gehe mal ein Stück zur Seite. Ja. Mann, Mann, Mann.
Gottfried, Gottfried, du machst vielleicht Sachen. Sehr witzig. Du, aber das hat doch seinen Vorteil. Was hat das denn für einen Vorteil, wenn ich mir mein Bein breche? Du Halunk, du Schuft! Na, na, na. Die Gack, die kommt doch auch gleich. Was soll die denn denken, wenn sie reinkommt? Nein, ich meine, ich hab dann nämlich eine schöne Geschichte für dich. Die passt. Der kranke Weihnachtsmann, der hat sich nämlich damals auch seinen Fuß gebrochen. Aha, der kranke Weihnachtsmann? Die Geschichte musst du mir unbedingt erzählen. Ja, natürlich. Wir warten noch kurz, bis die Gag da drin ist. Bin schon drin. Ah, na dann kann die Geschichte hier losgehen. Hallo, da bin ich mal wieder, euer Benedikt. Na, habt ihr euch über das letzte Weihnachten auch so gefreut wie ich? Ja, das war schon schön, dass Weihnachten da war. Doch wusstet ihr, dass es beinahe um ein Haar ausgefallen wäre? Ja, wusstet ihr nicht? Wie auch, die Geschichte war nämlich streng geheim. Doch heute wird sie erzählt. Also dann viel Spaß bei dem Stück Der kranke Weihnachtsmann. Und das Vorwort, das hat jetzt erstmal unser Luzi. Hallo, ich bin's, euer Luzi. Das, was ihr hier seht, ist das Weihnachtsdorf. Dort leben logischerweise die Weihnachtselfen, die Weihnachtswichtel, der Weihnachtssack Bartholomäus und ganz ohne Frage der Weihnachtsmann. Doch die Geschichte, die ich euch heute erzählen möchte, die welche davon erzählt, wie letztes Weihnachten beinahe um ein Haar ausgefallen wäre, die beginnt ein kleines Stück vor dem Weihnachtsdorf. Und zwar hier, auf dieser fast unscheinbaren Lichtung.
Wer stört denn da schon wieder? Mann, 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 die Leute von heute rennen einfach über einen drüber. Dann wird man wach, denkt, nanu, was ist denn los? Er will nachschauen, weil man denkt, da ist irgendwas Wichtiges. Und am Ende ist nichts und niemand mehr da. Und dabei hatte ich gerade so schön geträumt von Erdbeerbonbons. Die gibt es hier nämlich nur selten. Toll. Und meine schöne Schneehöhle kaputt. Jetzt kann ich schon wieder anfangen, mir eine neue zu buddeln. Na toll. Und wofür das alles? Mann, 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 Mann. Da ist heute was los. Ja, gut so, meine Rentierchen. Gut macht ihr das. Hohoho. Dieser Testflug ist einsame Spitze. Wenn das so in ein paar Tagen zu Weihnachten auch funktioniert, dann mache ich mir dieses Jahr um Weihnachten keine großartigen Sorgen mehr. Durch die Wolken hindurch. Was für ein wunderbares Gefühl. Ein Gefühl, was sonst nur die Engelein hier kennen. Über uns die Sonne, unter uns diese wundervolle Erde und direkt dazwischen sind wir. Ja, los, meine Rentierchen. Oh, schaut mal dort drüben. Dort ist ja schon die Lichtung, wo wir gleich landen werden. Dann fliegt mal ein bisschen langsamer. Sonst verfliegen wir noch die Landebahn. Ja, so ist es gut. Ah, gut macht ihr das. Nanu, guck, da liegen ja schon ein paar Päckchen im Schnee. Das muss jetzt gerade passiert sein. Sind die einfach jetzt hier aus dem Schlitten gefallen? Merkwürdig. Aber Nanu, wie wird mir? Mir wird auf einmal so ganz komisch. Alles dreht sich. Mir wird schwindelig. Oh Gott, nein, die schönen Päckchen, nein. Oh, und der Schlitten. Oh mein Gott, ich verliere die Kontrolle über den Schlitten. Wir stürzen ab. Nein. Wo bin ich denn da mit dem Gesicht reingerast? Hat denn hier etwa der Yeti sein Revier markiert? Ich sag's ja immer wieder, gelber Schnee schmeckt nicht.
wenigstens bin ich gut gelandet. Moment, meine Rentiere. Ah, da laufen sie schon da drüben. Ja, in den Stall, wo sie hingehören. Wenigstens die können sich um sich... Ah, kümmern. Ah, mein Bein. Ah, jetzt wollte ich aufstehen und merke, dass bei dem Sturz jetzt gerade mein Fuß wohl gebrochen ist. Ah, und der Schmerz geht hoch bis ins Bein. Fritz! Fritz, helf mir! Wo ist denn dieser Oberweihnachtself, wenn man ihn mal braucht? Fritz! Fritz! Fritz, ich brauche dich! Fritz, helfe mir doch bitte! Ach, Mann, 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 Mann. Aber wie konnte dieser Sturz bloß passieren? Weihnachtsmann, Weihnachtsmann, was ist denn los? Was ist passiert? Alles in Ordnung? Nein, ganz und gar nicht. Ich habe mir meinen Fuß gebrochen, als ich jetzt gerade mit dem Schlitten abgestürzt bin aus dem Himmel. Ich kann kaum laufen und alles tut mir weh. Oh Gott, und das so kurz vor Weihnachten. Eine Katastrophe. Ich glaube, so schnell werde ich mich nicht erholen. Denn in ein paar Tagen ist ja schon Weihnachten. Ich glaube, dieses Jahr fällt Weihnachten aus. Was? Weihnachten soll ausfallen? Nein, das geht gar nicht. Es darf auch nicht ausfallen. Weihnachten braucht einen Weihnachtsmann. Aber dich kann Weihnachten nicht nehmen. So verletzt und verwundet, wie du bist. Komm, ich bring dich erstmal nach drüben. In eines der Häuser. Oh ja, das ist lieb, danke. Was machen wir denn jetzt bloß? Ein zweiter Weihnachtsmann muss her. Ein Doppelgänger, der genauso gut wie ich das Amt ausüben kann. Aber wer? Mach dir da mal keinen Kopf drüber, lieber Weihnachtsmann. Weihnachten wird nicht ausfallen und alles wird gut. Das verspreche ich dir. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich schaff das schon. So, der Weihnachtsmann ist jetzt erstmal versorgt, aber was soll ich jetzt machen? Weihnachten darf nicht ausfallen. Die armen Kinder, die armen Menschen, die an den Zauber der Weihnacht glauben. Und der Schlitten, der ist völlig ramponiert. Wer kann den denn retten? Moment. Ah, natürlich, der Yeti. Der kann den Schlitten wieder reparieren. Ja, ja. Der. Yeti? Yeti, wo bist du? Wer weckt mich denn da schon wieder? Gerade wo ich wieder von Erdbeerbonbons geträumt habe. Oh, hallo Fritz. Hast du zufällig Erdbeerbonbons bei dir? Nein, ich habe keine Erdbeerbonbons bei mir. Es ist was Schreckliches passiert. Ja, du hast keine Erdbeerbonbons. Nein, das meine ich nicht. Sondern? Der Weihnachtsmann hatte einen Unfall. Was? Oh mein Gott. Ja, so wie das Schlitten aussieht, geht's dem Weihnachtsmann denn gut? Ja, den Umständen entsprechend. Er hat sich seinen Fuß gebrochen. Was? Ja, und jetzt? Ja, jetzt droht Weihnachten auszufallen. Ach Gott, oh Gott. Und wie kann ich da helfen? Du kannst den Schlitten doch reparieren, oder etwa nicht? Doch, doch, natürlich, kein Problem. Das mache ich. Mit links, da kannst du dich drauf verlassen. Aber wenn der Weihnachtsmann jetzt nicht mehr imstande ist, dieses Jahr Weihnachten die Geschenke zu verteilen, wer soll denn das dann dieses Jahr machen? Mal überlegen. Du bist zu haarig und zu groß. Du kannst keinen Weihnachtsmann imitieren. Du bist oder du wärst ein schlechter Doppelgänger oder ein schlechter Ersatz dafür. Das ist richtig. Und ich bin zu klein. Richtig. Und zu jung. Ja. Hast du eine Idee? Ja, natürlich. Und zwar? Sucht bei den Menschen einen Doppelgänger. Zusammen mit Bartholomäus, dem Weihnachtssack, werdet ihr es bestimmt rechtzeitig schaffen. Moment,
Mit Bartholomäus? Jo. Einen Doppelgänger bei den Menschen suchen? Jo. Tschüss. Ja, toll. Jetzt haut er schon wieder ab. Ja, sicherlich holt er sein Werkzeug für den Schlitten. Mit Bartholomäus zu den Menschen. Ja, das kann ein Abenteuer werden. Aber, naja. Eine Idee zum Nachdenken ist es allemal. Aber wo steckt der eigentlich schon wieder, der Weihnachtssack? Bartholomäus! Bartholomäus, wo bist du? Bartholomäus! Hallo, da bin ich schon. Na? Wie geht's? Wie steht's? Da fragst du noch? Hast du das denn mit dem Weihnachtsmann nicht mitbekommen? Nein, was denn? Der hat sich den Fuß gebrochen. Und jetzt droht Weihnachten auszufallen. Und du und ich, wir machen uns jetzt auf zu den Menschen, um nach einem Doppelgänger zu suchen. Oh, meinst du, das schaffen wir noch rechtzeitig? Zusammen nicht, aber wenn wir uns aufteilen, dann könnte es klappen. Ich flieg nach Spanien und du fliegst nach... Nee, Quatsch. Am besten, du fliegst nach Spanien und ich flieg nach Deutschland. Ja, so machen wir das. Und fliegen werden wir am besten mit dem Flugpulver, was die Weihnachtselfen auch benutzen. Moment, ich soll fliegen? Ja. Wo ich doch die Höhenangst hab? Nö, 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 nö. Ach komm schon, das schaffst du. Naja, Weihnachten ist in Gefahr, der Weihnachtsmann braucht uns. Okay, ich bin mit dabei. Ja, super. Und in 3 Tagen treffen wir uns wieder hier und dann schauen wir mal, wer von uns beiden einen passenden Doppelgänger für Weihnachten gefunden hat. Wir müssen dem Weihnachtsmann unbedingt helfen, indem wir Weihnachten retten. Stell dir vor, Weihnachten würde ausfallen. Das wäre eine Katastrophe. Das ist in der ganzen Geschichte von Weihnachten kein einziges Mal vorgekommen. Das ist wohl wahr. Und dieses Jahr wird es auch nicht vorkommen. Das verspreche ich dir. Ja, sehr gut. Also, dann kriegst du hier schon mal etwas Flugpulver. Moment, Moment, Moment. Meinst du wirklich fliegen? Ja, natürlich. Willst du etwa nach Spanien runterlaufen? Dann schaffen wir es nie rechtzeitig. Das gleiche gilt für mich. Wir müssen schon einen Zahn zulegen. Wir müssen schließlich Weihnachten retten. Also? Okay. Also dann, dann mach's schnell, bevor ich es mir anders überlege. Ja, ich bin schon fast dabei. Ja. Also dann, komm mal her zu mir. Nö, du kannst ruhig zu mir kommen. Ich bin voll bis oben hin mit Geschenken. Ach so, okay. So. Bitteschön. Ich fliege ja wirklich Wahnsinn. Und trotz der schweren Geschenke. Na dann, bis in 3 Tagen mal. Ab nach Spanien. Espanole. Junge, Junge, Junge. Der hat vielleicht einen Zahn drauf beim Fliegen. Naja, aber ich werde jetzt auch fliegen. Die Weihnachtswichtel, die kommen auch schon ohne mich klar. Die paar Tage, wo ich weg bin. Also dann, Oberweihnachtself Fritz meldet sich zum Flug. Jubi! So, Achtung da unten, ein Weihnachtself will landen. Ach so, ist ja keiner da unten. Hey, ja dann, zack. So, hier hat es also auch schon geschneit in Deutschland. Dann merke ich kaum einen Temperaturunterschied. Oh Gott, der arme Bartholomäus, der wird ganz schön ins Schwitzen kommen. Aber mal überlegen. Der Weihnachtsmann, der hat doch wie jeden Morgen seinen Kakao getrunken und ist dann losgeflogen. Oh Gott, wenn irgendetwas mit dem Kakao nicht in Ordnung war. Ich ahne Böses, aber ich will es mir nicht weiter ausmalen.
Ich muss jetzt erstmal schauen, ob ich hier irgendwo einen Doppelgänger finde. Aber hier sehe ich keinen. Alle sind in ihren Häusern, weil es denen wohl zu kalt ist. Wie soll ich denn da einen Doppelgänger finden? Ah, schau mal da. Da ist ja ein Fenster. Eigentlich macht man das nicht, aber unter diesen Umständen will ich doch mal durchs Fenster spähen, um zu schauen, ob ich vielleicht Glück wegen einem Doppelgänger habe. Na dann, los, 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 los. So. Ui. Oh, was sehe ich denn da? Voll ins Schwarze getroffen. Dieser Mann, der sieht dem Weihnachtsmann sehr ähnlich. Und mit etwas Weihnachtszauber würde er dem Weihnachtsmann zum Verwechseln ähnlich aussehen. Ja, ich glaube, hier bin ich richtig. Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich da reinkomme. Dann werde ich gleich mal kurz ums Haus laufen, um eine Tür zu finden. Ja, und dann schauen wir mal weiter, wie die Geschichte weitergeht. So, aber Fritz, nicht lang snacken, Kopf in den Nacken. Los, los, los. Ja, so war das damals. Aber mal soeben einen Doppelgänger finden, war leichter gesagt als getan. Denn dieser Doppelgänger wollte überhaupt kein Doppelgänger sein. Doch das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Denn das war jetzt erstmal der erste Teil unserer Geschichte. Also dann, bis zum nächsten Mal. Das ist eine schöne Geschichte. Und wie geht sie jetzt weiter? Sag an, Benedikt. Das erzähle ich dir beim nächsten Mal, denn du musst dich ja erholen. Also dann, gute Besserung, mein Freund.